Nun, ich sollte definitiv mehr Sega Mega Drive Spiele vorstellen, was ich sehr stark vernachlässigt habe. Also dann, Comic Zone für den Sega Mega Drive. Ein Prügelspiel, wo du in die Welt der Comics eintauchst. Die Story geht in etwa so: Sketch Turner zeichnet gerade einen neuen Comic, als dann ein Blitz einschlägt und der Bösewicht aus dem Comic zum Leben erwacht. Nun versucht der Bösewicht frei zu sein, was er nur sein kann, indem er Sketch Turner tötet. Doch da er ihn nicht in der realen Welt töten kann, verbannt er ihn in seinen eigenen Comic. Nun muss Sketch Turner versuchen, einen Weg aus seinem eigenen Comic zu finden und verhindern, dass der Bösewicht mit seinem teuflischen Plan durchkommt. Was dann bedeutet, dass er gegen seine eigenen Kreationen kämpfen muss. Wie ich es schon vorher erwähnt habe, ist das Spiel ein Prügelspiel, wo du verschiedene Mutanten die Prügel rausschmeißen musst. Auf deinem Weg zur Freiheit unterstützt dich General Alisa Sion bei deinen Abenteuer und gibt dir dementsprechend Tipps, besonders an den Stellen, wo du stecken bleibst. Du bekommst verschiedene Arten von Angriffen, die du durch Knopfkombination aktivieren kannst. So, wenn du das Spiel mal ausprobieren möchtest, würde ich dir empfehlen, mal einen Blick in die Anleitung zu werfen. Kann sicherlich nicht schaden. Besonders da es hier und da die kleinen Stellen gibt, wo du Action-Kommandos einsetzen musst, um ungeschadet durchzukommen. Die Fähigkeit, an die ich mich am meisten erinnere, ist, wo ich durch Halten des Angriffsknopfs ein Stück des Comics herausreiße und als Flieger auf deine Gegner wirfst. Dieser Angriff ist richtig stark, jedoch kostet es einen Teil deiner Leben und man kann sich mit dieser Attacke sogar selbst verletzen, wenn du nicht aufpasst. Also solltest du den Angriff nur verwenden, wenn du es absolut brauchst. Neben den Angriffen kannst du auch Gegenstände aufheben. Die meisten Gegenstände sind Waffen, die du im Kampf verwenden kannst. Das Einzige, was du außerhalb des Kampfes verwenden kannst, sind diese Lebenstränke. Es sind die wichtigsten Gegenstände und du kannst sie jederzeit verwenden, wenn du wirklich eins nötig hast. Das Spiel selber ist ehrlich gesagt ziemlich kurz. Es besteht aus drei richtig langen Leveln, was in zwei Segmenten aufgeteilt ist. Oder sollte ich besser sagen, es ist in zwei Seiten aufgeteilt? Jedenfalls, in der Mitte des Levels wird dir dann ein Checkpoint aufgestellt und am Ende des Levels taucht dann ein Boss auf. Hört sich doch nach einem Spiel an, was man sehr schnell durchspielen kann, oder? Nun, das haben sich auch die Entwickler gedacht. Deswegen haben sie es so gut wie es geht versucht, das Spiel so schwer zu machen, wie es nur geht. Der Schwierigkeitsgrad kommt durch drei Dinge zustande. Das erste ist das unvorhersehbare Verhalten der Gegner. Jeder Gegner reagiert auf dein Verhalten. So kann es passieren, dass selbst Gegner aus dem ersten Level dir im späteren Verlauf Probleme machen können. Das zweite ist, dass du in Räume kommen kannst, wo es nicht nur unklar ist, was du tun musst, um weiterzukommen, sondern auch eine richtig miese Todesfalle sein können. So könnte man sagen, dass das Spiel gerne grausam zu ahnungslosen ist. Und nicht zu vergessen das letzte. Es gibt so viele schöne Möglichkeiten in dem Spiel, richtig schnell zu sterben. Es muss noch nicht einmal ein Abgrund sein. Es reicht auch schon, wenn du in einen Raum geschmissen wirst, wo du gezwungen wirst, eine explosive Kiste zu zerstören, um weiterzukommen. Das Spiel ist richtig schwer und es scheut sich nicht, auf verschiedene Weisen deine Geduld zu testen. Ich will ehrlich sein, ich bin sehr oft in diesem Spiel gestorben, hauptsächlich durch purer Dummheit. Doch, es hat sich nie unmöglich angefühlt und es pisst dich genug an, damit du selbst nach einer Niederlage nochmal die Zeit nimmst, alles nochmal von vorne zu machen. Ich denke, es ist ein richtig gutes Spiel. Jetzt unbedingt nicht mein Fall, aber ich kann sehen, warum Leute dieses Spiel mögen und es hat einen gewissen Charme. Jedenfalls, das war mein Review. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn nicht, schreibt mir in die Kommentare, was ich ändern sollte.